Ja, schönen guten Tag. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum ersten Teil unserer heute zweiteiligen Pressekonferenz mit Hans-Joachim Watzke und Carsten Kramer. Jeder, der sich ein bisschen mit Borussia Dortmund beschäftigt, kennt sicher die Liedzeile im Jahre 1909, da ward ein Stern geboren. Jetzt ist es am Samstag bei uns so, dass ein neuer Stern geboren wird. Und ein Stern, der ganz besonders ist und der uns unheimlich wichtig ist. Aki, ich würde dich bitten, ein bisschen was zum neuen Stern und der Stiftung Leuchte auf zu sagen. Ja, vielen Dank, Sascha, und herzlich willkommen natürlich allen. Wir haben als Borussia Dortmund GmbH und Co. KG auf Aktien eine Stiftung ins Leben gerufen. Diese heißt, es war sehr umkämpft der Name, weil wir haben verschiedene Dinge mal so überlegt, aber dann irgendwann kam dann der Volltreffer, und zwar heißt diese Stiftung Leuchte auf. Das ist natürlich ein bisschen, was hat das mit dem Stern zu tun, mit dem Lied von Bruno Knust, aber auch wenn man sich mal unsere Wiege anschaut, den Borsigplatz, wenn man den von oben betrachtet und dann die Wegeführung sich vor Augen hält, dann hat das auch ungefähr etwas Sternförmiges, wenn man über genug Fantasie verfügt. Und insofern nennen wir diese Stiftung jetzt Leuchte auf. Es geht darum, dass Erlöse, die innerhalb der börsennotierten Unternehmung generiert werden, die der Allgemeinheit, sagen wir gleich noch ein bisschen genauer was zukommen zu lassen, um da auch noch mal zu dokumentieren, dass wir eine sehr große soziale Verantwortung auch spüren und dass wir beschlossen haben, einen Teil dieser unglaublichen Zuwendung, die die Menschen uns hier bei Borussia Dortmund geben, diese echte Liebe, einen Teil dieser Zuwendung auch wieder den Menschen zurückzugeben. Und wir reden dann nicht über kleine Beträge, sondern wir sind schon ganz zuversichtlich, dass wir da jährlich ein sechsstelliges Budget dann für entsprechende Projekte zur Verfügung stellen können. Das Ganze basiert auf drei Säulen. Es soll zukunftsgerichtet sein, das heißt, alles, was mit Bildung zu tun hat, was mit demografischem Wandel zu tun hat, dem müssen wir uns stellen. Das zweite ist Vielfalt. Bruno Knost hat es ja in seinem Lied beschrieben, dass Borussia Dortmund Generationen, Menschen und Frauen aller Nationen verbindet. Daraus ergibt sich für uns natürlich, dass wir uns der Toleranz und der Offenheit dort uns seit jeher zu bekennen, aber auch Projekte suchen, die diese in besonderer Weise unterstützen. Und dann die dritte Säule ist das Engagement, dass es gerade in der heutigen Zeit für unsere Gesellschaft unerlässlich ist, dass ehrenamtlich etwas getan wird, viele freiwillige Menschen etwas für diese Gesellschaft tun, und diese ehrenamtliche Tätigkeit, dieses Engagement, das wollen wir unterstützen und wollen es auch, wie gesagt, emotional, aber auch dann monetär unterstützen, und das sind eben diese drei Säulen. Wie das Ganze dann abläuft, da kann Carsten Kramer, der einer der geistigen Väter dieser Idee ist, jetzt noch was dazu sagen. Ich wollte einfach hier nur mal einleitend klar machen, dass der ganze BVB da vollkommen dahinter steht
und dass wir, wie gesagt, uns darauf sehr freuen, da auch ein bisschen nochmal unsere deutliche Verankerung auch hier in der Region, werden natürlich überwiegend Projekte sein, die auch einen regionalen Charakter haben, dann nochmal manifestieren zu können. Das war es von meiner Seite aus schon mal. Danke. Danke, Aki, für deine Ausführungen. Carsten, du bist wie Hans-Joachim Watzke im Vorstand dieser Stiftung und du kannst uns sicher ein bisschen was zur finanziellen Unterfütterung dieser Stiftung und zu konkreten Projekten sagen. Da sind alle Journalisten bestimmt sehr daran interessiert. Ja, selbstverständlich. Also ich freue mich insbesondere darüber, dass Aki das gerade noch mal hervorgehoben hat, dass am Ende ein Ergebnis eines langen Prozesses im Hause gewesen ist und dass Borussia Dortmund in der Lage ist, mittlerweile auch wieder ein Stück dessen, was viele Menschen in den Verein investieren, zurückzugeben. Und als wir dann gemeinsam diese Idee der Stiftung geboren haben, haben wir natürlich uns auch die Frage gestellt, wie können diese drei Säulen, die Aki Watzke gerade vorgestellt hat, auch direkt mit Leben erfüllt werden? Wie können wir den Prozess ableiten, dass eben Zukunft, Vielfalt und Engagement auch mit wirklich drei Projekten ausgestaltet wird, sodass es anfassbar wird? Vorweggestellt, glaube ich, kann man noch einmal mit auf den Weg geben, dass wir über Stars for Kids einen ersten großen Spender gefunden haben, der aus unserem Freundschaftsspiel in Erfurt einen Großteil der Eintrittsgelder für die Stiftung zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben uns jetzt im ersten Schritt entschieden, drei Projekte auszusuchen, die für diese drei gerade vorgestellten Themen stehen. Das Thema Zukunft wird aus unserer Sicht extrem gut abgebildet durch unser BVB-Lernzentrum. Das BVB-Lernzentrum, was unter Federführung unseres Fanprojektes ins Leben gerufen worden ist, muss ab dem nächsten Jahr quasi auf eigenen Füßen stehen. Es hat bisher andere dritte Geldgeber gehabt und hat nun die Aufgabe, sofern eben wir der Meinung sind, dass es sinnhaft ist, an diesem Projekt festzuhalten, selber laufen zu lernen. Wir sind der Meinung, aufgrund der hervorragenden Arbeit, die die Kollegen dort geleistet haben, dass es Sinn macht, das BVB-Lernzentrum weiter aufrechtzuerhalten. Von daher werden wir das Lernzentrum zukünftig als Borussia Dortmund unterstützen. Wir haben die Säule der Vielfalt und haben uns auch die Frage gestellt, wie kann so ein bisschen die Herkunft der Stiftung, das Thema Heimat, mit der Vielfalt kombiniert werden. Der Borsigplatz ist eben die Heimat des BVB. Ich glaube, in dieser Ecke, in der der BVB seine Wurzeln hat, gibt es eine ganze Menge an Problemen, die wir gemeinsam mit den Bewohnern, mit Initiativen dort lösen wollen. Und es gibt durch das Projekt Machbarschaft Borsig 11 eine Idee einer Kinderakademie ins Leben zu rufen ab dem Jahre 2013. Und man hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, hier eine Anschubfinanzierung zu leisten. Das wird Borussia Dortmund über die Stiftung Leuchte auf in einer Größenordnung von erstmaligen und einmaligen 15.000 Euro tun. Und Aki hat es gerade noch mal hervorgehoben, das Engagement, das ehrenamtliche Engagement ist uns nicht nur wichtig, sondern scheint auch eine Stärke vieler Menschen im Umfeld von Borussia Dortmund zu sein. Und ich glaube, Petra Stücker und ihre Mannschaft bekommen das tagtäglich mit im Zusammenwirken mit den über 500 Fanclubs, die an vielen Stellen soziale Verantwortung bereit sind zu übernehmen. Und wir haben gesagt, wenn die Fanclubs in ihrer Ecke, in ihrer Region im Zusammenhang mit dem Thema Borussia Dortmund stehen, bereit sind, Initiative zu ergreifen, dann wollen wir das auch unterstützen und loben über die Stiftung 10 mal 2.000 Euro aus, die den Fanclubs für soziale Projekte in ihrem Umfeld, natürlich immer mit einem gewissen Bezug zu dem Thema Borussia Dortmund, zur Verfügung gestellt werden. Und abschließend vielleicht von meiner Seite aus, das sind drei exemplarische Projekte, über die wir uns freuen, sie unterstützen zu dürfen. Aber in Person von Marco Rühmann haben wir einen Kollegen, der für Ideen und Anfragen jedweder Art offen ist. Und es ist ein ergebnisoffener Prozess, wenn Borussia Dortmund, wenn unsere Stiftung der Meinung ist, dass es ein lohnenswertes Thema, ein lohnenswertes Projekt gibt, das es gilt zu unterstützen, dann werden wir über die Stiftung hierfür stets ein offenes Ohr haben. Vielen Dank, Carsten, für deine Ausführungen. Wir alle sind sehr stolz auf dieses Projekt und hoffen, dass wir es in den nächsten Jahren nachhaltig mit Leben füllen können. Wenn es Fragen von Ihrer Seite zur BVB-Stiftung gibt, also von Seiten der Journalisten, aber gerne auch von Seiten des Cheftrainers, den ich im Auditorium gerade sehe, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dazu. Ich bitte um Handzeichen. Matthias Scherf, Radio 91.2. Vielleicht eine Frage an Hans-Joachim Watzke. Die Spieler sind ja auch in verschiedenen Bereichen schon aktiv, kümmern sich um das ein oder andere Projekt.
Wird das weitergehen oder versucht ihr damit auch diese Dinge zu bündeln? Also wird es da eine Konzentrierung ja auch der Spieler auf das eigene Projekt geben, um da in Zukunft ja gemeinsam voranzugehen? Ja, das ist nicht zwingend, Matthias. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Spieler etwas in seiner ureigensten Freizeit oder auch in seinem persönlichen Umfeld machen will, dann sind wir der Letzte, der ihn daran hindert. Das ist ja gar keine Frage. Nein, hier geht es einfach nur darum, dass wir natürlich auch mit Hilfe der Mannschaft versuchen, Erlöse zu generieren. Erstmal, wie Carsten hat es ja angesprochen, das Spiel in Erfurt war ja in letzter Konsequenz auch ein Zusammenspiel auch mit der Mannschaft, um dann Projekte unterstützen zu können, die wir für förderungswürdig halten. Was der Spieler darüber hinaus persönlich macht, das ist nach wie vor ihm überlassen. Also es wird niemandem gesagt, du darfst dich da oder da nicht mehr engagieren, definitiv nicht. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich die Fotografen noch einladen an unseren Hintersetzer. Dann würden wir noch ein Foto machen mit den beiden Vorstandsmitgliedern der Stiftung, Carsten Kramer und Hans-Joachim Watzke, und würden dann relativ zügig zum zweiten Teil der Pressekonferenz übergehen. Ich kann nicht verstanden, wenn ich auch.